So, es geht los. Jochen und Nicole treten hier schon seit 6 Uhr auf den Ergometern, während sie moderieren, während Musik läuft die ganze Zeit. Und jetzt haben wir jemanden am Telefon, den müsst ihr unbedingt hören. Viel Spaß. So, wir gehen jetzt mal rüber, damit man den auch hören kann. So, jetzt sind wir hier im anderen Studio. Da drüben kann man sie sehen. So sieht das dann aus. Wir gehen gleich mal rüber an die Scheibe. Es ist eine Schande. Man braucht anderthalb Stunden, um sich diese Kalorien raufzufuttern und gefühlte Tage, um es wieder abzustampeln. Gefühlte 1000 Jahre sind wir schon auf diesen Teilen. Guten Morgen. Hier ist 105 für Spree rein in der 50-50 Mix mit Jochen Truss am Morgen. Ich bin Nicole von Wagner. Wir waren ja auf dem Weihnachtsmarkt, haben es ordentlich krachen lassen, haben einfach mal alles gegessen, was wir essen wollten. Und jetzt sitzen wir schon seit 6 Uhr auf Ergometern, auf diesen Stampffahrrädern und strampeln wie die Blöden. Aber ich habe gehört, die Kollegen haben, um uns zu motivieren, immer mal ein paar Leute ans Telefon geholt. Und ich bin sehr gespannt, wer da als nächstes ist unter 20, 30, 105. Jochen hier, hallo. Guten Morgen, Jochen. Guten Morgen, Nicole. Ich bin der Vasilius und ich bin euer Drill-Instructor. Oh. Ich bin schon seit 2007 Drill-Instructor und ich habe schon etliche von euren Ärschen in Bewegung gesetzt und bei mir hat keiner bisher aufgegeben. Aha. Das kommt nicht in die Tüte. Ja. Das können wir nicht abschreiben. Ja, nee, wir wollen ja nicht die Ersten sein. Die Person, warum schreit ihr denn so überhaupt? Also, weil ich nicht leiser reden kann. Aha. Und ich dafür da bin, um euch in den Arsch zu treten und zu testen. Hast du gehört, Jochen? Ich hab's gehört. Und für dich, Nicole, gilt übrigens das Gleiche, Mädel. Ja? Auch du hast 5000 Kilokalorien in dich hineingeschaufelt. Willst du einen dicken Hintern bekommen? Nee. Wenn nicht, dann tritt in die Pedale. Und zwar härter. Ja, hast du gehört? Noch härter. Noch härter. Ja, ich will dich hart sehen. Stell dir vor, du fährst einen Berg rauf. Und du musst da rauf. Gib also Gas. Schalt den Gang rauf und tritt in die Pedale. Mensch, jetzt Brüning, ja, das werde ich unserer Redaktion nicht verzeihen, dass uns heute Morgen zum Ding eingebrockt haben. Fehlt nur noch, dass der Düll anfängt zu singen. Jetzt werden wir erst richtig warm. Jetzt werden wir erst richtig warm. Jetzt können wir Wasser leben. Ich könnte dir eine. So, das haben sie schon mal ganz gut gemacht mit dem Düdelstaktor. Wir gehen mal wieder rüber ins Studio. Kurzer Blick in die Redaktion. Berlin-Reporter Toni Schmidt, schönen guten Morgen. Gott, Mahlzeit. Wir haben jetzt so einen Platz für diese Performance. Und da strappeln sie. Passiert ja auch nichts anderes. Und dann geht es gleich hoch mit 12 Minuten passiert aber auf dem Neukölln-Zubringer 113, auch auf der gerade Straße Richtung Stadtring. Sind wir bei 5 Minuten passiert aber alles zunehmend. Geblitzt wird in Friedrichshain auf der Mühlenstraße. Staus und Blitzer, wenn es bei uns zuerst. Einen schönen guten Morgen. Hier ist 105 für Spree Radio, der 50-50 Mix. Für maximale Abwechslung im Radio gleich Manon Rodette mit einem der besten Songs von heute, When the Beat Drops Out. Jetzt in 80er Jahren Fleetwood Mac auf Spree Radio. Hier ist Little Lies. Schönen guten Morgen. So, das war doch was, oder? Ein schöner Drill Instructor. Sehr gut, Jochen. Sehr gut. Und schön weiter. Auch, ja. Guck mal, ich habe im Internet noch ein schönes Video gefunden. Wir gehen hier nach oben. Auf geht's. Auf geht's. Drei. Zwei. Zack. Und sechs. Wieder nach oben. Viermal. Das muss schneller gehen, das sagt man ein bisschen rein, ihr Luschen! Ja, das ist auch wieder spitz. Wollen wir mal online wachsen? Oh, herrlich! Ist das schön! Jeder macht das, was er am besten kann. Ganz klar. Drei. Zwei. So, komm in die erste Position. Nimm einen als Single Lift dazu. Komm nach oben. Vier. Drei. Zwei.
Viele Kommentare auf Facebook. Die Miriam von Hohenstein schreibt, ja. Jochen sieht aus, als würde er gleich abklappen, der Arme. Nee, auf keinen Fall, da täuscht was. Ey Miriam, der macht es seit um 6 und guck mal, in welchem Tempo. Wahnsinn. Stefan schreibt, oh Nicole, du siehst fabelhaft aus. Danke, aber ich kann nicht mehr. Ja, normalerweise sitzt sie nur auf dem Gepäckträger. Ja, genau. Ich habe übrigens frisch gebackene Weihnachtskekse für euch dabei. Wollt ihr vielleicht noch? Oder? Dann müsst ihr noch länger strampeln. Mmh, lecker. So, im Radio verfolgt ihr natürlich auch alles bei uns. Da ist übrigens Patrick Welby, der Ernährungsberater. Was sagst du? Guten Morgen. Ja, ist ordentlich. Sieht gut aus, was die beiden machen, muss ich sagen. Also ich bin sehr zufrieden. Ich habe das ja alles im Blick, was die da machen, also seid auf einem guten Weg. Ja, sehr gut. Danke. So, jetzt spielen wir mal den nächsten Song, Marlon Goudet. Wir müssen mal ein Fenster aufmachen. Wir eine kleine Motivation. Oh, da kommt eine Motivation. Mal los, Jochen. Ran da. So, noch ein bisschen. Da ist die Motivation groß. Ich hab den Knacker gleich. Das ist doch scheiße, Leute, ehrlich. Na, nun gib dir mal ein bisschen Mühe. Also komm. Schneller. Gleich hast du sie. Also Jochen, übrigens, du wirst auch gelobt von Anna-Katharina Jakob, die sagt, bei Jochen sieht es so aus, als ob er das öfter macht. Ja, das ne? stimmt. Also, er ist ja auch der Sportlichste bei uns in der Runde, das muss man ja ganz klar sagen. Und Birgit Knörk sagt an euch beide, klasse, weiter so. Danke. Also, dicker Applaus, okay. Auf jeden Fall. Wie gemein. Oh, herrlich. Sehr schön. Ja. Das mag ich, wenn die beiden arbeiten und ich kann mich zurücklehnen. Vielleicht habt ihr ja noch irgendwelche Fitness-Tipps, ne? Oder wie trainiert ihr zu Hause? Schreibt es gerne mal in die Kommentare mit rein. Oh, jetzt kommt die große Motivation für Nicole von Wagner. Oh, wir hatten ja gerade schon. Was ist das? Die aktuelle Gala. Die aktuelle Gala muss sie ran. Da muss sie ran. Versuch sie zu bezahlen. Ich will wissen, was da drin ist. Wo ist sie? Oh, ist sie gegangen? Oh Gott, ihr seid sehr gemein. Oh, guck mal. Die gemein. Oh. Na, noch ein bisschen, Nicole. Ja, gleich habe ich das Ding. Vielen Dank. Ihr seid echte Herzchen. Und da rückt sie leider. Abgerechnet wird am Ende. Die Yvonne Döbel schreibt übrigens was ganz, ganz Nettes. Ihr spornt mich an, auch gleich Sport zu machen. Oh, weiter so. Hey, also ihr seid wirklich gute Vorbilder. Sehr schön. Ja, du kannst ja auch mal, Patrick, also unser Ernährungsberater filmt uns ja gerade, ne? Da ist er nochmal. Kannst du mal in die Redaktion gehen und mal die Kollegen fragen, ob die nicht auch ein bisschen aus Solidarität mitmachen wollen? Das machen wir doch mal. Na, meldet sich jemand freiwillig in der Redaktion mal auch mal zu schrampeln? Ich mache mir jetzt erstmal ein schönes Brot, ne? Ich würde gerne, erstmal ich hab zu tun. Was essen. Mm. Stefan Lischka? Ich würde gerne, ich muss was machen. Ja, arbeiten, ne? Ja, gut, verstehe ich. Vielleicht sollten wir auch ein Fahrrad in die Nachrichten, ins Nachrichtenstudio stellen, oder? Peter Hartler. Deine Mama, das ist... Ah, hallo. Na? zu klein. Kein Platz. Meinst du? Naja, gut. Ja, das lassen wir mal gelten, würde ich sagen. Ne? Guck, pass auf, ich stelle mich drin. Ist alles voll. Alles voll. Ja, gut, hast du recht. Ist vielleicht ein bisschen knapp, ne? So, bei euch dreien, Toni Schmidt ist ja selbst sehr sportlich. Vielleicht du noch das mal so ein bisschen? Das ist ein Gerücht, das ist ein Image. Nichts hält sich mehr als ein scheiß Image, das nicht wahr ist. So, dann gehen wir mal gucken, was jetzt los ist hier. So, wir sitzen auf den Ergometern, es ist 12 Uhr. Ich lese die Bildzeitung, während ich fahre. Und ja, sehr interessant. Denn heute sprechen in der Bild 40 Prominente.
über ihren ersten Sex. Ja. Und ich bin ein bisschen erstaunt darüber, dass die sich alle so gut an ihren ersten Sex erinnern können. Wieso? Naja gut, für viele ging ja auch die Karriere damit los, das muss man sagen. Es ist 8:12 Uhr. Wir kommen heute Morgen live vom Ergometer. Nicole und ich trainieren den Weihnachtsmarktbummel ab. Mhm. Und wir machen es wie Freddie Mercury und fahren versehen mit diesem zarten Hinweis. Heute ab 19 Uhr, meine Damen und Herren, bin ich wieder in diesem Studio. Wenn man da aus Hochsgründen schon wieder reinkommt. Mit einer tollen Sondersendung. Ja, Jochen spielt zum 25. Todestag von Freddie Mercury 25 großartige Songs von ihm, also von Freddie und auch Queen. Hm. Musikspezial heute Abend, ja. 19 Uhr. Freue ich mich super drauf. Also wenn Sie dabei wären heute ab 19 Uhr, würde ich mich sehr freuen. Das wird ein sehr besonderer Abend. Jetzt einer der besten Songs aller Zeiten aus den 70ern. Supertramp von Breakfast in America. Schönen guten Morgen. Herrlich. Ja, unbedingt einschalten. Heute 19 bis 23 Uhr Jochen Truss mit dem Freddie Mercury Spezial. 2 Stunden seine 25 Lieblingssongs, kann man so sagen, ne, die du heute Abend spielst. Ja. Und danach kommt er noch ein Live-Konzert. Ja. Das war welches? Das ist 86 Queen Live in Wembley. Ist somit das berühmteste Live-Konzert von Queen. Und das spielen wir auch in voller Länge noch direkt danach. Also erst die 25 Songs für 25 Jahre. Da werde ich brauchen so von 19 Uhr bis 20 nach 9 abends. Und dann gibt es hinterher noch dieses Live at Wembley Konzert. Super! Also ein ganz toller Abend für alle Queen-Fans. Und ich freue mich auch schon drauf. Seit Wochen sitzt er schon in seinem Büro und bereitet es vor. Also es lohnt sich einzuschalten heute Abend. Ja. Unbedingt. So, jetzt machen wir gleich um 8 die Nachrichten. Gibt es da noch irgendwelche Fragen und Kommentare von Facebook? Ein Kommentar noch von der Christel Rickert, ja. Sie sagt, wie cool, weiter so, dann passt auch Weihnachten wieder was rein. Ne? Können dann ein paar Hunde wieder anfangen. Ja, das ist genau, weißt du, was ich gedacht habe als Motivation vor einer halben Stunde? Jetzt, wo ich fast 2 Stunden schon am Fahrrad sitze, morgen gehe ich wieder auf den Weihnachtsmarkt. Aber ohne Milch, ey. Dann lassen wir die mal weiter strampeln. Ihr seht genau. Alles auf spreeradio.de. Diese ganze Sendung wird sozusagen abgebildet bis um 10. Könnt ihr auch nochmal raufgehen. Und ich bin gespannt, ob du das überhaupt schaffst heute alles, Jochen. Die 5000 Kilokalorien. Auf jeden Fall. Wir werden es sehen. Wir drücken weiter die Daumen. Bis dann.